Start der Tour wie immer am alten Forsthaus in Breitenborn. Erstmal geht's zum Radweg Richtung Heingründer. Hier verlasse ich den Ort an den letzten Häusern vorbei. Vorbei am ersten Angelteich. Vorsicht, Gegenverkehr, es ist Sonntag, da sind viele Radler unterwegs. Stellenweise ist der Weg noch nass, hoffentlich hält das Wetter. Ich habe viel rausgeschnitten, es wird sonst zu langweilig. Eine Brücke über die Gründer und danach muss ich ein paar Meter auf die Landstraße. Jetzt rechts ab in den herbstlichen Wald. Am Forsthaus Heingründau geht es durch das Tor in den Wald. Der Büdinger Wald ist wegen Wilderei seit 1850 komplett eingezäunt. Aber hier ein kurzer Halt. Hier ist ein interessanter Ort. Ein paar Schritte den Hang hoch, Betonbrocken. Ein ehemaliger gesprengter Bunker der Wetterau Main-Tauberstellung. So alle 300 Meter steht so ein gesprengter Bunker, allerdings manchmal zugeschüttet und nicht auffindbar. Und die wurden nie gebraucht. Welch eine Materialverschwendung. Die quadratischen Löcher in der Wand, da waren Holzbalken in den Beton eingegossen. Da konnte man Hakenschrauben reindrehen zum Aufhängen von Waffen, Gasmasken, Kleidung und so weiter. Sozusagen die Möblierung des Bunkers. Ich merke gerade, ich habe meine Trinkflasche vergessen. Da muss ich die Tour heute wohl kurz halten. Aber weiter geht's in den herbstlichen Wald. Hier war mal ein kleines Kriegsgefangenenlager. Ein paar Baracken stehen noch. Die Gefangenen wurden als Erntehelfer und Waldarbeiter eingesetzt. Jetzt geht es etwas steil den Berg hoch. Da schiebe ich ein paar Meter mein Fahrrad. Und später wieder gerade. Schöne alte Bäume mit herbstlichem Laub. Jetzt wieder bergab, raus aus dem eingezäunten Gebiet. Hallo.
Hier stoppe ich gern mal. Diese krumm gewachsene Eiche sieht doch interessant aus. Jetzt bin ich wieder auf dem uralten Handelsweg am Zanvia oder Hohe Straße oder im Büdinger Wald auch Reffenstraße genannt. Diese Erhebung in der Bildmitte ist mein heutiges Ziel. Der ungefähre Verlauf der Altstraße ist heute von Frankfurt bis hier gut ausgeschildert. Allerdings war der Weg in früheren Jahrhunderten deutlich direkter. Unter der Bundesstraße durch verlasse ich den Büdinger Wald. Ab hier nennt man es Ronneburger Hügelland. Aber ich fahre gleich rechts hoch, um wieder auf die Originaltrasse der Altstraße zu kommen. Hier links rum ist heute nur eine Traktorspur. Ab hier wieder auf befestigten Wegen. Und jetzt ein Originalstück der Altstraße. Ein Hohlweg war wohl 200 Jahre zugewachsen und wurde vor ein paar Jahren wieder freigemacht. So sah es wohl damals aus, vor einigen Jahrhunderten. Ich stelle mir gerade vor, es kommt mir eine Handelsgruppe auf dem Weg von Frankfurt nach Leipzig entgegen. Schmale, hochbeladene Karren, müde Pferde, ach ja, Kopfkino. Kirche Herrenhag. Hätte ich meine Trinkflasche dabei, würde ich mal näher schauen, aber ich will die Tour ja kurz halten. Also flott weiter. Jetzt durch den Herrenhag. Das war früher deutlich dichter bebaut. Aber die Isenburger Fürsten haben natürlich nur die Gebäude erhalten, welche sie auch nutzen. Kurzer Rundblick und dann weiter. Der Burgberg ruft. Hier hat sich ein landwirtschaftlicher Betrieb angesiedelt. Aber jetzt ab in den herbstlichen Wald und immer leicht bergauf.
Jetzt sogar mit Wegweiser. Das ist neu, das war vor 2 Jahren noch nicht. Und hier müsste es gleich rechts rumgehen. Ach, da steht sogar ein Schild. Es wird steiler und uneben, da kommt bewährtes Fahrradschieben ins Spiel. Ein E-Bike kaufe ich mir irgendwann auch mal, aber solange es so noch geht. Hier geht's hoch auf den äußeren Ringwall. Links der alte Burggraben. Und immer weiter auf dem äußeren Ringwall. Und jetzt hoch auf das eigentliche Burggelände. Viel von der Burg ist hier oben nicht mehr zu sehen. Irgendwie hauptsächlich leeres Gelände. Ich stelle das Fahrrad ab und wandere an ein paar Mauern vorbei. Der Bau dieser Burg verschwimmt im Dunkel der Geschichte. Möglicherweise war hier vorher auch eine keltische Höhenbefestigung. Wenn man sich die Bäume wegdenkt, hatte man von hier Blick und Zugriff auf die hohe Straße. Man konnte Truppenbewegungen kontrollieren, aber vor allem Handelszüge anhalten und Wegzoll kassieren. Das hat sich dann, als der Verkehr sich auf die Kinzigtalstraße verlagerte, nicht mehr gelohnt. So um 1700 war die Geschäftsgrundlage entfallen. Und die Burg zerfiel langsam. Um 1795 wurde die Burg gesprengt und die Steine als Baumaterial abgefahren. Jetzt gehe ich nochmal ein Stück auf den inneren Wall, auf der alten Burgmauer, dann geht's wieder heimwärts. Bergab fährt es sich viel lockerer. Ja,
wieder raus aus dem Wald. Bernhard in Sicht. Mist, erste Regentropfen. Wenn ihr nicht nass werden wollt, schaltet jetzt ab. Ich freue mich über jeden, der heute mitgefahren ist. Und tschüss.